gerade. Ich war noch, mir hat es die Schweißdrüsen raus. Ich war noch schnell beim DM, weil dort gibt es neue Augenpads, die ich unbedingt haben wollte. Lin ist mit mir mitgefahren und deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze das jetzt noch schnell aus, solange noch ein bisschen Licht da ist und filme euch gleich meinen Haul auch ab. Die Sachen, die ich auch vor kurzem gekauft habe, was ich so ein bisschen zusammengesammelt habe, es ist jetzt nicht mehr viel. Ich war ein bisschen böse beim DM, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber es ist, finde ich, jetzt nicht so schlimm geworden. Ganz, es ist ein bisschen gemischt, es ist Müller, DM und ein bisschen Bieber. Vom Bieber habe ich mir nur die zwei Mundspülungen nachgekauft. Habt ihr im Aufgebraucht-Video schon gesehen. Jetzt muss ich kurz lesen. Die Colgate Plax Tea und Lemon Mundspülung habe ich zweimal, weil da war so eine 1+1 Aktion. Von Corys habe ich mir auch zwei Produkte noch gekauft. Ein Gesichtspeeling, weil ich unbedingt das probieren wollte. Ich mag ja das von Ahava so gern. Eigentlich wollte ich auch das von Ahava nachkaufen. Da habe ich aber eine Probe jetzt. Das wollte ich mir eigentlich für Budapest und Bad Ischl mitnehmen. Ich habe es aber dann vergessen. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, ich suche eh eigentlich nach einem guten Peeling. Eigentlich mag ich das von Ahava total gern. Aber ich bin ja ein richtiger Corys-Fan und deshalb probiere ich mal dieses Olivenpeeling. Ich bin echt gespannt, wie das ist. Wir werden sehen. Ich halte euch dann auf den Laufenden. Entweder landet es in einem Favoritenvideo oder eben in einem Aufgebraucht-Video und ich sage euch dann genauer, wie ich es finde. Ich habe mir einmal schon das Almond-Shampoo von Corys gekauft und diesmal habe ich mir das Aloe Vera aber genommen. Warum, weiß ich nicht, weil ich eigentlich das Almond wieder haben wollte, also das Mandel. Aber ich habe mir das Aloe Vera genommen, weil es für normales Haar ist. Ich bin gespannt, wie das ist, weil das Mandel fand ich ziemlich gut und jetzt bin ich neugierig, wie ich das finde. So, ich bin ein bisschen eskaliert beim Müller und auch vorher gerade beim DM. Ich meine, für mich ist es jetzt vorher, aber Gott, es ist ein bisschen heiß hier in der Wohnung. Das ist echt furchtbar. So, ich habe mir beim Müller reduziert gekauft einen Pinsel und da, das ist so ein Zweierpack. Ich packe das kurz aus, sonst seht ihr das nicht. Wenn ich so aufkriege. So, oh, das hat so eine kleine Lasche, wo man dann dran zieht. Das ist nicht schlecht. So, ich habe mir dieses Pinselset hier gekauft von Luvia, heißt die Marke. Die gibt es bei Müller. Ich fand diesen Roll-On so mega interessant. Da ist so ein Stein dran. Ich wollte das schon immer haben. Mir war aber die, ich glaube, das war relativ teuer davor. 18,90, glaube ich, hat das gekostet vorher. Und das war mir viel zu teuer. Und jetzt war es um 10 Euro reduziert. Da habe ich mir gedacht, okay, nimm es mit, wenn es 10 Euro reduziert ist. Und jetzt habe ich so einen Lidschattenpinsel oder ich werde ihn auch vielleicht für Concealer nehmen, weil ich brauche unbedingt einen Concealerpinsel. Und auf den bin ich echt gespannt. Den werde ich mir dann gleich ins Badezimmer stellen, weil der ist schön kühl. Und ich will halt, wenn ich meine Augencreme auftragen habe, will ich das dann verwenden und der ist wirklich kühlend. Weil ich habe zwar den Rosenquarzroller und diesen Stein, aber beim Auge ist mir das zu unangenehm und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Und ich habe mir gedacht, wenn es reduziert ist, kaufe ich es mir. Und ich habe es mir jetzt gekauft. Ich bin ein Junkie. Das wird sich niemals ändern. Um 1,40 Euro habe ich mir noch ein Feuchtigkeitskonzentrat gekauft, was ich eigentlich auch nach Bad Ischl mitnehmen wollte und nach Budapest und ich habe vergessen. Damit ich nicht so viel Gesichtspflege mitschleppen sollte oder wollte, wollte ich eigentlich das mitnehmen und ich habe vergessen. Aber macht nichts, ich werde das jetzt demnächst aufbrauchen. Leider ging das aus dem Sortiment raus. Das hat jetzt nur noch 1,40 Euro gekostet. Ich nehme das mal runter, weil ich hasse das, wenn diese Sticker oben drauf picken. Leider geht das ja aus dem Sortiment raus. Die gibt es ja nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es der DM hat, das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Aber bei Müller gibt es sie leider nimmer mehr. Ich hoffe, man hat mich vorher überhaupt verstanden. Wer die da im Hof so schreien, die Pappenheimer. Ich habe zweimal einen Duschschaum gekauft. Ich weiß, ich habe im Aufgebraucht-Video gesagt, ich kaufe keinen Duschschaum mehr. Aber der war um 2,95 Euro reduziert. Und den Kirsche wollte ich unbedingt haben. Ich weiß, steinigt mich nicht. Lang hat das nicht gehalten. Aber ich wollte die unbedingt haben und bei Müller gab es den Kirsche nicht. Und ich gebe den beiden, ich hasse ja eigentlich Bilou, ich gebe den beiden noch eine Chance. Den Wassermelone fand ich damals gut von den Duschschäumen. Aber ich weiß, mich hat es irgendwie gereizt, weil das mit Kirsche war. Schauen wir mal, wie ich die finde. Ich überlege auch, ob ich beide gleich ins Badezimmer stelle. Der riecht echt geil nach Kokos. Damit ich den heute mal probiere. Weil ich möchte echt wissen, wie die sind. Weil der geht, glaube ich, aus dem Sortiment und wenn der gut ist, könnte ich mir den ja nochmal kaufen. Das fängt schon wieder gut an.
Ja, also zweimal Duschschaum von Bilou. Aber ich bin eh brav. Ich habe meine ganzen Duschschäume aufgebaut und ich habe eigentlich nur noch ein Backup, zwei Backup mit dem Rituals. Also bin ich da wirklich brav. Da kann keiner was sagen. Ich habe mir ein fettes Nachfüllpack an Seife gekauft vom Balea, weil es ja bei Müller zurzeit Lieferschwierigkeiten mit den Seifen gibt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme gleich beim DM eine mit, wenn ich schon dort bin. Und die hatte ich, glaube ich, schon mal. Das ist diese Himbeermagnolie, was ich mir ausgesucht habe. Ja. Besser als nix. Wie viele werden sich jetzt totlachen? Ich habe mir schon wieder Augenpads vom Balea gekauft, aber die sind limitiert. Mir hat eine Freundin die auf Instagram geschickt und ich musste sofort seinen DM. Da gibt es welche mit weißer Schokolade und dunkler Schokolade. Und die musste ich unbedingt kaufen und will ich unbedingt probieren. Ich weiß, gestört. Aber Augenpads brauche ich ja wirklich viele auf und ich wollte die unbedingt haben. Ich habe mir von beiden jeweils 5 genommen. Von beiden Sorten. Ich habe eigentlich 6 Stück gehabt, aber ich habe dann 2 Darlene geschenkt, weil sie mit mir mitgefahren ist. Ja, also ich bin echt gespannt, wie die sind. Bin ich wirklich gespannt drauf, wie die sind. Da habe ich mir noch Nagellackentferner-Pads mit Melonenduft mitgenommen. Das war ein kleiner Impulskauf. So wie der andere Nagellackentferner, wo ist denn der? So wie der Nagellackentferner, der war mit Mandel- und Vanilleduft und ich wollte ihn unbedingt probieren. Er war jetzt reduziert um 45 Cent. Man dachte, ja okay, nimm ihn mit. Ich weiß, ich hätte es eigentlich nicht gebraucht, aber who cares. Ich habe mir dann noch beim Müller als Backup meine Kirschenaugenpads gekauft und meine Kokos. Ich werde die kurz da herstellen. Ich habe mir 19 von den Kokos gekauft. Bestimmt. Die haben mir das so geschickt in der anderen Filiale. 19 von den Kokos. Ich weiß, ich bin ein Mega-Junkie. Ich hoffe, ich kriege die überhaupt noch in den Karton rein. Weil ich habe gesehen, dass ich noch sehr viele habe. Aber ist mir scheißegal. Ich habe eh noch einen zweiten Karton mit die Action. Vielleicht teile ich das auf. Eine Packung mit den Kokos. Eine Packung mit den goldenen. Oder mit den normalen, weil die mag ich lieber. Und die Kirsche habe ich mir auch gekauft. So ist es ja nicht. Und die waren 9-mal dabei. Die haben mir die 9-mal noch geschickt. Weil die haben von denen die meisten gehabt, was ich eh nicht verstehe, weil die Kirsche, ich mag die Kirsche auch, nicht falsch verstehen. Aber meine Lieblinge sind trotzdem noch die Kokos. Ich meine, für mich ist gut, dass da noch so viele Kokos übrig waren. Ich habe auch jetzt vor, dass ich dieses Monat 2-mal die Kokoslippenmaske mache, weil ich jetzt eben noch welche dazu gekauft habe. Ja, finde ich jetzt eh nicht so dramatisch. Ich habe mir noch Augenpads gekauft, fragt lieber nicht. Es gibt jetzt aktuell koreanische Kosmetik bei Müller. Noch nicht alles, weil das meiste nicht lieferbar ist. Aber es gibt auch von Augenpads die Marke Pure Derm. Ich kann es nicht aussprechen. Da kannst du es lesen. Die Ruby Waterfall Hydrogel Eye Patches. Ja, die kommen in so einem Tiegel. Ich habe mir die extra gekauft. Ich wollte unbedingt wissen, wie die sind. Es gibt noch andere, aber ich habe mir jetzt mal nur die mal gekauft. Die kommen in so einen Deal mit so einem Spatel. Und so sehen die, ich kann es nicht so arg kippen, das sind so rosane Augenpads. Da sind relativ viele drinnen, sehe ich gerade. Das sind schon sehr viele. Also vielleicht benutze ich auch hin und wieder zwischen... Oh, da kommt die ganze Paste raus. Das ist nicht so geil. Könnt ihr das sehen? Bäh. Ich lasse das jetzt mal offen. Ich muss das vorher abwischen. Das ist nicht so gut, aber wir werden schauen, wie ich die dann finde. Und dann werdet ihr die sicher in einem aufgebrauchten Video noch sehen. Dann, das ist eigentlich das Letzte, was ich mir hoffentlich gekauft habe. Ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Und wenn, nehmt mir das nicht übel, wenn ich euch die Sachen dann nicht mehr zeige jetzt. Weil ich hoffe, dass das jetzt wirklich der letzte Haul war, bis ich umgezogen bin. Weil ich sollte ja dann eigentlich nur noch Möbeln kaufen, wenn man mal ehrlich sind sollte. Ja. Ich meine, ich will schon ein bisschen zurückfahren mit den ganzen Sachen, weil ich habe wirklich viel Zeug. Und deswegen, ich meine, sagt sie und zeigt 4 Lippenstifte, die sie neu hat. Aber ich muss eh meine Lippenstifte aussortieren. Ich habe nämlich irgendeinen von... Also ein MAC ist mir kaputt gegangen. Der ist mir am Boden geknallt und ist so zerbrochen. Den werde ich halt jetzt in die Back-to-MAC-Kiste geben, weil was soll ich damit, wenn er kaputt ist? Einen habe ich, glaube ich, noch aussortiert. Und jetzt gerade aktuell ist bei Müller die Lancôme Lippenstifte um 20 Euro reduziert. Da konnte ich nicht nein sagen. Ich habe mir 4 Farben ausgesucht. Einmal aus dieser Le Absolute Mademoiselle Balm-Reihe. 2 Farben. Die Nummer 3 und die Nummer 5. Ich zeige mal die 3 zuerst. Das ist so ein blauer...
wie nennt man das? Blaue Verpackung. Und die Farbe schaut so aus. Das ist so ein schönes Rosa. Dann habe ich mir... Ich mochte ja die damals von Yves Saint Laurent so gerne. Diese, wie haben denn die geheißen? Rouge Voluptier, glaube ich, haben die oder so geheißen. Die waren auch geil. Aber ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Dann habe ich mir... Also ich habe den Namen nicht gesagt. Der 003 heißt Plum Pink. Und der 005 Fancy Fuchsia. Und der ist auch geil. Ich überlege noch immer, ob ich mir den braunen kaufe, aber werde ich, glaube ich, nicht machen. Das ist der. Werde ich, glaube ich, nicht machen. Und dann innerhalb von ein paar Wochen habe ich mir wahrscheinlich gekauft. Aber ich habe einen braunen Lippenstift auf einer Schulung vor kurzem bekommen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich mir den jetzt kaufen werde. Dann von der Le Absolu Rouge Ruby Cream Reihe. Es gibt da viele verschiedene, die haben die urgeile Verpackung, die Ruby Cream, die werdet ihr gleich sehen. Habe ich auch die 03, die Kiss Me Ruby und die 214 Rosewood Ruby mir gekauft. Das ist jetzt die 03. Die Verpackung schaut so aus und die Verpackung ist so mega und so fancy. Man drückt da oben drauf und da kommt unten der Lippenstift raus und dann zieht man ihn raus. Und die Verpackung von den, also die Lipstick Bullet heißt das, hat dieselbe Farbe wie die Verpackung und schaut so aus. Der Farbton ist so mega schön und ich wollte den unbedingt haben. Ich weiß, ich hätte ihn nicht unbedingt gebraucht, aber ich wollte den unbedingt haben. Ich fand die so schön, die Lippenstifte. Ist nur ein bisschen kompliziert, die zu benutzen, oder wenn man so genauer anschaut, aber ich finde die auch so fancy. Da steckt man das so rein und ich weiß, bin dämlich. Sag's lieber nichts dazu. Einen habe ich noch, das ist jetzt der 214 Rosewood Ruby. Der ist in einer schwarzen Verpackung. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Mich wundert gerade, dass die anderen in so einer Verpackung sind und der in schwarz. Aber macht nichts. Das heißt, man drückt wieder oben, da wo die Blume ist, drauf und unten kommt der Lippenstift raus. Ich finde das so fancy. Und die Farbe schaut so aus. Das ist auch so richtig meine Farbe. Das ist so eine schöne Farbe. Das ist echt unmöglich. Ich bin verliebt. Ich bin wirklich verliebt. Ich weiß noch nicht, wann ich die benutze, aber ich muss eh meine Lippenstifte dann sowieso aussortieren. Eh auch die, die was schon älter sind, weg. Und die MAC, die sortiere ich ja auch regelmäßig aus, weil jedes Mal welche kippen, was mich mega nervt. Ja, also ist das nicht so dramatisch, dass ich mir vier neue gekauft habe. Ich habe eh jetzt vor kurzem wieder aussortiert, jetzt sortiere ich dann wieder aus. Alle, die ich nicht benutze, werde ich weggeben. Oder die ich nicht mag oder sonst was, werde ich alles weggeben. Damit eben die vier ohne Probleme bei mir einziehen können. Weil ich finde die so, so schön. Und diese Balm finde ich sowieso cool. Ich würde mir ja gern mehr kaufen, aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Aber ich finde die so schön. Und das mit dem Drücken, das ist voll, voll geil. Also ich finde das so, wenn man dann beim Klo steht und dann, ach Gott, ich trage mir den Lippenstift nach. Das schaut so schön aus. Das ist wirklich schön. Ich glaube auch Chanel hat solche Verpackungen, oder? Bild ich mal ein. Ich bild mir ein, Chanel hat auch solche Lippenstiftverpackungen. Ja, früher hatten die ja diese Magnetverschlüsse bei Lancôme. Das haben die ja komplett, glaube ich, auflassen. Jo, das war mein Mini-Haul. Ich hoffe, euch hat er trotzdem gefallen. Ich bin trotz allem, auch wenn ich noch immer zu viel habe, sehr glücklich mit meinen Lippenpatches. Sehr, sehr glücklich. Was ich euch jetzt nicht zeigen kann, das habe ich aber im Aufgebraucht-Video eh schon erwähnt, kann ich euch jetzt aber kurz zeigen. Das habe ich mir ja auch noch, weil ich habe gerade das Video vorgedreht, deswegen liegt das noch da. Das habe ich mir ja auch nachgekauft. Das heißt, das werdet ihr wahrscheinlich dann in Aufgebraucht-Videos oder so sehen. Ich liebe dieses Duschgel und ich habe mir gedacht, okay, wenn es das eh nicht mehr gibt, dann kaufe ich mir halt noch die vier nach. Das liegt jetzt noch leider halt in der Arbeit, das habe ich jetzt vergessen gestern, aber ist ja nicht so schlimm. Ja. Falls ihr euch wundert, warum die dann noch weiterhin leer werden und ich nichts gezeigt habe, dass ich die eigentlich habe. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich weiß, eigentlich sollte ich mir nichts mehr kaufen, aber es ist, finde ich, im Rahmen der Normalität. Es wäre ja noch weniger, wenn ich jetzt nicht beim DM gewesen wäre. Wäre es jetzt noch weniger gewesen, aber ich finde das vollkommen okay. Und ich wollte unbedingt die glitzern sogar, sehe ich gerade. Seht ihr das in dem Video? Ja. Ich wollte unbedingt diese Augenpads haben. Also an die hätte ich jetzt nicht vorbeigehen können. Oh, ich hätte wahrscheinlich nicht schlafen können, wenn ich diese dämlichen Augenpads nicht gekriegt hätte. Und das Gute ist, dass du ja beim DM auf der Online-Seite, das hat mir mal eine Abonnentin gezeigt und da bin ich ihr ewig dankbar. Die hat mir gezeigt, dass man da
den Artikel halt raussuchen kann und ich habe nur Augenpads eingeben, dann hat man die gleich anzeigt, die Seite. Und ich habe dann gleich nachgeschaut, welche Filiale die noch hat. Und dann steht immer in Klammer dort, wie viele Stück Anzahl die Filiale auch hat, wo du hinfahren willst. Und ich finde das super. Ich habe das schon mal in einem Video gesagt und ich finde das so genial, dass es so eine Möglichkeit gibt. Und ich werde auch gleich 2 Packerl in den Kühlschrank geben und mir entweder heute die Schoko machen und morgen die... Schoko, das war jetzt gut. Ich weiß noch nicht, welche ich zuerst mache. Entweder die dunkle zuerst heute am Abend und die andere später. Ich weiß noch nicht. Ich kann mich noch nicht entscheiden, aber ich bin so happy, dass ich die erwischt habe. Weil ich ärgere mich dann wieder, wenn ich dann mir zu lange Zeit lasse und die dann nicht erwische. Ich weiß. Sag das lieber nicht. Ich weiß es eh. Das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wie gesagt, jetzt wird es eh eine Zeit lang kein Haul-Video geben, weil ich ja die Möbeln kaufen werde. Und da werde ich nicht in ein DM oder Müller... Okay, ich arbeite zwar bei Müller, aber ich werde nichts kaufen. Hoffe ich jetzt mal. Kann ich nicht. Ich brauche Möbeln. Ich kann nicht mit meinen Duschgelen und so ein Bett aufbauen. Nö. Oh ja, Moment. Wir gehen. Ihr versteht es aber, glaube ich, was ich meine, oder? Ich meine, jetzt werde ich eher die Beauty-Produkte betrügen mit... Oder nein, das sagt man nicht so. Die Carrie hat das irgendwann einmal in Sex in the City auch gesagt. Weil da war... Ich glaube, im zweiten Teil kommt das vor. Ach, mir fällt es jetzt nicht ein. Aber ihr kennt die Szene sicher, oder? Da sagt sie zu der einen Verkäuferin, sie hat Mode mit Möbeln betrogen. Und das werde ich auch. Ich werde Beauty mit Möbeln betrügen, weil ich halt Möbel shoppen muss. Ja, genug gelabert jetzt. Sorry, jetzt habe ich die Kamera geschlagen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und schreibt es mir mal in den Kommentaren, ob ihr auch die gekauft habt. Das würde mich mal interessieren. Ich weiß, ich bin der Uraugen- und Lippen-Patches-Junkie, aber... Warum auch nicht? Warum auch nicht? Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!